Moin Moin und willkommen zu Deus Ex Human Revolution The Missing Link. Ja, ich habe es angekündigt, dass ich das DLC definitiv mal spielen werde. Und ja, ich bin gespannt, ob das ans Hauptspiel herankommt, vielleicht sogar besser ist. Und es soll ja die Lücken schließen, die wir hatten, als wir uns auf das Schiff begaben. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wo es hinging. Das war nicht Richtung Pangaea, sondern noch ein Örtchen davor. Aber grob die Richtung. So, wir spielen mal auf normal. Au. I'm curious who she might be. Who are you? And what are you doing on my ship? Bell Tower keeps two ships in port. You're going to plant that package in Administrator Wang's office. Then you hop in a cargo pod and off you go. And where she may port, I bet you find your scientist. You're the cruise director? Because I've got a complaint. You think you're funny, do you? Well, let's see how funny you feel after Lieutenant Keitner gets through with you. Lieutenant? It's useless to resist. This chair has a built-in EMP field generator. Your AUGs are nothing but dead metal right now. Is that so? No doubt they will have reset to factory zero. You need a limb clinic. You can't have it both ways, you know. You can't play the good cop when you've been playing the bad cop. You think you're clever, don't you? But this ship is heading to a Bell Tower naval base, a military facility for the confinement and interrogation of unprivileged belligerents. And when we get there, we're going to take you apart. Na, das glaube ich nicht wirklich. You can always try. Trust me, Burke will. He's very good at what he does. Still, when they found you in that cargo container, you did manage to take out a number of highly trained men. Tell me something, Hotshot. Do you enjoy taking people's lives? Nein. Das habe ich nur getan als... Ach, das war sogar später. Not if I'm given the choice. Oh, but you had a choice when you decided to blow up our port. Nicht wirklich. Don't know what you're talking about. Like hell you don't. We may not know who you are, yet, but Burke's running your profile as we speak. High-grade combat spec augmentations, built to be somewhat unnoticeable so you blend in with the civs. Someone spent an awful lot of money creating you. Lucky me. So I guess the real question is, are you a terrorist? Or some kind of corporate thief? Would you be happier if I told you that I'm neither? You have absolutely no idea of the shit you're in, do you? Rifleman Bank Station is a black site. It's off the grid. No one will come and rescue you. No one even knows where it is. You'll be dropped into a deep, dark hole and never see the light of day again. Stew on that for a while, tough guy. Commander Burke and I are returning to the base. Keep a close eye on him. You've secured his gear? Yes, sir. Locked in one of the rooms upstairs, sir. Good. Then you have your orders.
Pritchard. Are you there? Pritchard? Funktioniert voll. Damn it. Okay. Okay, erstmal. Wir suchen uns hier so ein bisschen zu. Okay, warum auch immer sich das Ding jetzt ausgeschaltet hat. Und die haben uns in den Cargo-Container entdeckt. Shit. I'm glad Burke and the LT are flying back to the base. They both look ready to tear someone's head off. And not each other's for once. Doesn't surprise me. I get the feeling this guy's not the talkative type. Probably can't even feel pain anymore with all that gear. Maybe, but Burke doesn't fuck around. Neither do his boys. Once they get the prisoner in detention, he'll spill his guts or they'll spill them for him. I'm not sure about that. This one's not like our usual unlawful belligerents. Did you hear I went down when they found him? It took 8 guys. Plus, I was upstairs and I saw the equipment they took off him. But what about those augments? Well, it's none of your business who he is. You just have to guard him until the transfer. And by the way, watch yourself. If you go and choke on unlawful belligerents like you just did in front of the wrong guy, you might join him in line. So shut up and keep watch. So, ich bin mir nicht sicher, ob wir da durchkommen. Deswegen sollten wir zumindest mal hier durchgehen. Wer weiß, wie sie sich gleich bewegen. Dann davor gehen. Okay, da ist Nummer 1. Nummer 2. Der hat mich doch direkt angeschaut. Blindfisch. Jetzt nicht durch. Ja, haben wir uns da drin also. Und wir haben anscheinend 8 Leute getötet. Naja. Gut, nachdem Megan von Bell Tower umgebracht wurde, war ich auch ein bisschen sauer. Kartons, hier wird wohl nichts drin sein. So. Ah, das ist die Tür, hinter der wir uns befinden. Okay. Die abgeschlossen war. Wäre die nächste. Ist hier vielleicht sonst irgendwas? Wenn meine Augmentierung gerade nicht funktionieren, dann kann ich doch auch niemanden auseinandernehmen. Apropos, auf welcher Taste war Quicksave? Egal. Speichern sollten wir sowieso. Und das wird dann nochmal schnell nachgeschaut. Schnellinventar. Nein. Okay, F5. Das funktioniert ja auch noch mein. Naja, daran muss ich mich auch erstmal wieder gewöhnen. Patrol 2 Charlie. Anomalous reading in Sector D6. Monitor. Jesus, what is it now? We just got here. Now we gotta move? You'd rather keep standing in an empty passageway? At least this gives us something to do. Come on. Wobei, ich habe meine verbesserten Arme. Eigentlich sollte das funktionieren. So, aber die beiden da kriege ich nicht auseinandergenommen. Da ist der eine doch viel zu nah dran. Die schließen wir einfach mal. Irgendwer was gehört? Ich hoffe mal nicht. Ah. Gut. E-Book. Use at Bellum. Der Ausstieg privater Sicherheitsunternehmen. Das haben wir schon mal gelesen. Bin ich mir recht sicher. Aha. Da würde es eigentlich vorbeigehen.
Ah ne, das ist dasselbe Kram, wo ich durchgekommen bin. Wir nehmen es einfach mal mit. Beginning final approach to Rifleman Bank Station. Oh nö, das muss nicht sein. Okay, safe und... Kann ich nicht oben knocken? Finde ich blöd, ganz ehrlich. Hello! Okay, das Achievement mit keiner wird alarmiert, ist damit schon mal gegessen. Aber das ist mir auch recht egal. Genau, will ich mitnehmen. Etwas weiter hier nach hinten. So, den nehmen wir auch alles ab. Die Schrotflinte. Packen wir die aber erstmal weg. Ist aber nichts hinter. Na gut. Okay, die Kamera bewegt sich nicht. Nichts hinter zu sehen. Ach, Feuerlöscher-Symbol. Ich dachte schon, bitte anzünden. Mache ich vielleicht auch nochmal. Mhm. Das werden wir hier nochmal wieder hacken müssen. Ich sehe jetzt auch nicht unbedingt einen anderen Weg. Naja, man wird sicherlich wieder in allen möglichen Sachen eingeführt. Und Level 1 können wir ja theoretisch hacken. Alle unsere anderen Sachen gerade auseinandergenommen sind. So, wir müssen zum Ziel. So, ich hoffe, ich habe gleich genug Zeit. Jetzt das Ding. Passt. Gut. Hier was drin? Nö. Nichts Interessantes drin. Okay. Scheinen auch Leute zu stehen. Wäre mal gespannt, wie sie mich gefunden haben. Einfach nur ein normaler Check der Systeme. Kann ich mir vorstellen. Wäre auch sogar sinnvoll, dass die das mal machen würden. Level 3, das können wir, glaube ich, nicht hacken, oder? Nee. Schauen wir einfach sowieso mal ins Inventar. Okay, wir haben noch ein vergrößertes, meine ich. Oder kam dann immer nur 3 dazu? Wie sieht es mit unseren Augmentierungen aus? Ich glaube, das sind tatsächlich die Standardwerte. Tja, ich kann mich jetzt noch spontan dafür entscheiden. Werde ich das hier ohne ohne Praxispunkte und so weiter durchspielen, also nur mit okay, kommt der Kerl wieder oder nicht? Und wir sind definitiv dabei anzudocken. Clear landing pad for liftoff. Rifleman Bank Station control confirmed. Ich stehe recht scheiße.
mal wieder zurück. Ganz ehrlich, wir machen aber, glaube ich, die Augmentierung viel zu sehr Spaß. Adjusting main ballast tanks. Dropping draft 2 meters. Naja, macht gar nichts, dass du was gehört hast. Denn jetzt hörst du fürs Erste nichts mehr. Okay, ein PDA. Ich hoffe mal, dass da sowas drin war wie... Thrusters fall back. Slowing to 5 knots. Irgendwelche Informationen. So. Du lebst bestimmt noch. Die Kamera geht mir ziemlich auf den Sack. Ah, Level 2 können wir nicht hacken. Okay, was ist denn drin? In dem PDA. Falls Sie irgendwelche Probleme haben, hier ist der Code für die neuen Laser auf Ihrem Deck. 4867. Wir haben rückwirkend die IDs von jedem mit Sicherheitsfreigabe für diesen Bereich in die Feinderkennungsdatenbank für das System eingegeben, sodass Sie passieren können müssten, ohne Alarm auszulösen. Versuchen Sie es und erstatten Sie mir Bericht. 4867. Hier geht's soweit gar nicht durch. Schauen wir aber erst nochmal hier hinten weiter. Wow! Okay. Mal sehen, wie weit er hierher kommt. Zumindest sehe ich ihn jetzt mittlerweile wieder auf dem Radar. Wenn er durch die Tür kommt, kann ich ihn sicherlich auch auseinandernehmen. Aha, er wendet da oben. Fast wieder übersehen. Schalten wir doch zuerst die Laserdinger aus. Hier. 867. Aktiv. Okay, da brauchen wir gar nicht erst versuchen reinzukommen. Adjusting main ballast tanks. Dropping draft 2 meters. Hört natürlich keiner, wie ich hier schwere Kisten auseinandernehme. Mir gefällt das ja gar nicht. Das ist ja Elektrizität. Schalten wir mal aus. Hätte ich mir bestimmt dran wehgetan. Adjusting main ballast tanks. Dropping draft 2 meters. Ach komm, gehe ich da doch als erstes mal hin. Haben wir irgendwie sowas wie eine Map? Haben wir tatsächlich Leiter? Ausrüstung drin. Das wäre schon mal was wert. Ah! Wenn Sie das hier lesen, sind Sie noch am Leben. Gut, sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Von nr1hackernet.net. Ich konnte nicht Ihre gesamte Ausrüstung beschaffen, aber dieser Ersatz dürfte genügen. Was Ihre Augmentierung angeht, müssen Sie die Praxiskits dafür sorgen, dass Sie praktisch wieder neu sind. Oder zumindest fast.
Ruhen Sie sich einen Moment aus, aber vergeuden Sie keine Zeit. Unser Zeitplan ist sehr eng und es hängt viel davon ab, dass Sie überleben. Wer hat denn so ein Interesse daran, dass ich überlebe? Clear landing pad for liftoff. Rifleman Bank Station Control confirmed.